Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Mein Name ist Eisenberger und wir sind hier gerade in Winterfest. Nee. Akademie von Winterfest, ja, schon richtig. Wir haben jetzt den Auftrag, eigentlich uns zu. Wo war es nochmal? Ich hatte gerade eben schon mal geguckt. Wie belingt. Da. Nach Msulft zu begeben und dort den Stab des Magnus zu finden. Das machen wir aber diese Folge nicht. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld und unsere Taschen sind ehrlich gesagt jetzt ziemlich voll. Wir müssen mal wieder ein bisschen Stuff ablegen gehen und das machen wir in unserem Haus. Das ist aber noch nicht ganz fertig gebaut und wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld beisammen und jetzt können wir weiterbauen. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden jetzt als nächstes erstmal... wo warst du nochmal? Hier. Nach Haus Seeblick ziehen, schnell reisen. Dort, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, generell, was brauchen wir denn? Oh, es ist auch noch finster. Super. Und dann lassen wir mal ein bisschen Zeit noch verstreichen. So 5 Stunden. Schon geiler, wenn wir im Tageslicht bauen. Ich meine, die Lichteffekte sind so schon ganz gut hier. Ja, Zimmerwerkbank. Ja, wir können jetzt verschiedene Sachen bauen. Wir brauchen aber für alles Holz. Und Eisen. Deswegen durchsuchend Ruhe. Eisenerz haben wir sehr, sehr viel hier. Das nehmen wir auch komplett mit. Wir lassen dafür aber andere Sachen da. Weil wir haben aktuell zu viel dabei. Mal wieder. So, was können wir alles hier lassen? Wir haben gar nicht so viel, was wir hier lassen können. Gewicht. Wir sortieren mal nach Gewicht. Bemaltes Eisenschild. Schutzschild schwer. Können wir beides hier lassen. Zack, ist wieder Gewichter. Das heißt, wir müssen jetzt als nächstes 2 Orte aufsuchen. Ort Nummer 1. Na, da können wir noch Schnellreise hinmachen. Falkenring, dort ist eine Schmiede. Da können wir unsere Eisenerz zu Eisenbarren verarbeiten. Ganz wichtig. Als nächstes müssen wir dann eine Sägemühle finden. Und da weiß ich, glaube ich, auch schon, wo eine ist. Denn wir benötigen dann Holz. Und das müssen wir dort kaufen. So, ich sehe noch, wir sind total lächerlich ausgerüstet. Das werden wir bald ändern. So, Schmiede. Falsch. Ich brauche keine Schmiede. Ich brauche eine Schmelzhütte. Eisenbarren. Eisenbarren mache ich aus Eisenerz. Hier. Moment mal, ich habe 1 Goldbarren, daraus kann ich 600 Septime machen. Wie viele Eisenbarren habe ich jetzt dabei? Fünf. Ich habe 5 Eisenbarren. Ach du Scheiße. Das ist ja mal ein mega schlechter Trade. Okay, da müssen wir hin. Da ist meines Wissens nach eine Mine. Das ist ja 10 von 10 schlecht. Also wir haben jetzt... Warte mal, wir hatten 25... Wir brauchen für einen Eisenbarren 5 Eisenerz. Uff. Das ist richtig bad. Also wenn wir Pech haben, dürfen wir gleich richtig viel Eisenerz kaufen. Also Eisenbarren. Eisenerz ist Schmutz. Also das erschüttert mich jetzt ein wenig. So, Ferdi, endlich wirst du auch mal wieder ausgeritten. Seit mehreren Folgen sind wir jetzt schon nicht mehr auf dir unterwegs gewesen. Es tut mir echt leid, meine Kleine.
Ja, da vorne sehe ich schon auf der Karte, da ist so ein. Da sind gerade die Talmoore. Die können wir auch einfach platt machen. Statthalter? Statthalter? Ah, nee, komm. Nee, wir legen uns nicht mit denen. Am Ende machen die uns platt, statt ich die. Aber die haben halt eine krassere Rüstung als ich. Und so etwas hätte ich eigentlich ganz gerne. Ihr versteht die Problematik. So, da ist sie. Halbmondmühle entdeckt. Semi-schicker Name. So, wo bist du? Hallo. Da ist sie. Du liebe Holz Zeit, kaufen. fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch über. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Ich möchte gern Holz kaufen. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Holz kaufen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen Und noch gleich einmal. bringen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. So, jetzt haben wir nämlich. Schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich gehe dann mal wieder. Jetzt haben wir 100 Holz gekauft. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Aus Seeblick. Bitteschön. Stufe 14 sind wir inzwischen schon. Das ist gar nicht mal schlecht. So, genau, du darfst dann erstmal. Da kannst du nicht absteigen. Da ist unser Holz. 100 Holz. Geil, ne? So, jetzt haben wir Holz. Jetzt müssen wir mit dem ganzen Rest gucken. Als nächstes hätte ich ganz gerne. Eigentlich hätte ich ganz gerne Schmelzhütte, ne? Aber die kostet schon 5 Eisenbarren. Das ist zu viel. Eisenbarren haben wir hier noch. So, wir gucken mal, was brauchen wir denn? Ah, wir könnten auch theoretisch schon mal die ganzen Nägel haben wir hier noch. Dann nehme ich mal eine 15. Ziegel auch, warum nicht? Und ansonsten gucken wir mal, was brauchen wir denn? Hauptraum Tür, Eisenbeschläge, Schloss und 2 Scharniere. Okay, also Eisenbeschläge. Wie ich es hasse. Vor allem, ich habe gerade keinen Eisenbeschlag hergestellt. Okay. Hergestellt. Nägel, Scharnier mal hier. Und ich muss noch ein Schloss herstellen. Dafür weiß ich jetzt aber nicht, was ich dafür brauche. Schloss. Schloss da. Ein Korunderbarren brauche ich dafür noch. Habe ich so etwas hier? Ah, nur Korundererz. Ah, wisst ihr was? Ich glaube. Jetzt habe ich auch nicht mehr genug Eisenbahn, ne? Oh. Schloss brauchen wir halt jetzt, ne? Habe ich sowas denn noch in meinem Pferd? Nein. Okay, ich glaube, das einzig Sinnvolle ist. Wir reisen nochmal schnell nach Falkenring und benutzen die Schmiede dort, quatschen dann nochmal mit dem Schmied, kaufen Eisenbarren, Korunderbarren, alles Mögliche zum Hausbau ein. Und dann gehen wir da nochmal hin. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So, Hallöchen.
Ah ja, stimmt, ich wollte hier deine Schmelzhütte benutzen. Lass mal gucken. Dwena, nein. Ne, 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 da. Korundererz. 5 Korundererz. Mist. Ach du Scheiße. Jetzt ein Korunderbarren hergestellt. Das ist so bad. Stahl ist gut. Die besten Waffen und Rüstungen. Okay, was hast du denn hier? Eisenbarren. Zehn Stück. Boah, ist das teuer. Du hast auch nur Korunder Erz, ne? Aber, nehme ich mit. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Du trägst zu viel, du kannst nichts tragen. Wie viel tragen wir denn? Ah, komm, wir machen jetzt noch den einen Barren. Vielleicht ist das ja das ausreichende. Vor allem, der hat zwei Gewebestelle hier. So, lass mal noch hier den einen Barren machen. Nee, reicht nicht. Wie viel haben wir? 379. Wir müssen jetzt noch 10 Gewicht loswerden. Irgendetwas werde ich dir doch mit Sicherheit verkaufen können, um meine Gewichte loszuwerden. Da bin ich mir ganz sicher. Nur die Mutig, die besten Waffen und Rüstungen. So. Oh. Ja, sieh mal eine an. Ein Stahlhelm, den ich nicht brauche. Dann Elfenschwert. Brauche ich auch nicht. Und zack, passt das schon wieder mit dem Gewicht. Denk daran, so easy ist das. So, wir sind jetzt schon wieder so lange in der Folge dabei. Und was ist passiert? Effektiv noch gar nichts. Super. Oh, hier wird auch schon wieder bald Nacht. Geil. Ne, hier war, wir brauchen noch Schloss. Wir haben ja jetzt die Möglichkeiten. Schloss. Einmal Schloss hergestellt. Dann Hauptraum. Tür hergestellt. Fundament. Benötigt 30 Bruchstein jetzt. Da, lass mal gucken. Da ist sie, die Tür. Wie viel Bruchstein ist denn noch in der Kiste? Gar nichts. Doch, 15. So, aber wir schürfen das einfach hier. So können wir nämlich jetzt unser Bruchstein sammeln. Aber 15 Stück, oh, es geht. Haben wir jetzt 4. Da müsste jetzt 8 sein. Ja, 8. Das heißt, zweimal jetzt noch sammeln. Und dann haben wir 30 Bruchstein beisammen. Ja, nice. So können wir jetzt nach und nach unsere Hütte hochzimmern. Und wenn wir den Hauptraum haben, können wir auch schon innen ausbauen. Das ist ganz wichtig. Müssen wir jetzt noch einmal... Na komm, einmal machen wir noch, Freunde. Dann sollten wir auf jeden Fall die noch fehlenden 15 Stück beisammen haben. Da ist es. So, schürfen, abbrechen. Oh. Ganz entspannt laufen wir da jetzt zu unserem Tisch. Wir haben ja auch ansonsten keine Eile. Benutzen. Fundament. Oh, wir können schon gleich den Fußboden machen. Ja. Machen wir auch, weil die sind zu schwer. So, Leute. Fußboden mit Gras. Naja, hier von außen ist es halt Gras. Ich glaube, wenn wir drin sind, ist da kein Gras mehr. Okay, was brauchen wir als nächstes? Wir haben Hauptraum, Wandrahmen. Ich brauche jetzt 20 Nägel. Nägel. Wir machen erstmal so. Ich habe erst überlegt, ob ich nicht vielleicht den ganzen 50er-Batzen gleich machen soll, aber... Wandrahmen, da ist er.
Hui, das sind aber diesmal größere Stückchen hier. So. Das wäre der Wandrahmen. Was brauchen wir als nächstes? Stütze für ersten Stock und Hauptraum Wände Pferdgeschoss. Nägel. Wir brauchen auf jeden Fall Nägel. Da lohnt es sich dann jetzt doch schon gleich den 50er Batzen zu machen. So. Lasst uns bauen. Wände, Rahmen. Ich würde sagen, wir gucken uns auch alles nach und nach an. So, hier bekommen wir dann jetzt Treppen hin. Sehr schön. Für das erste OG. Ja, nice. Das finde ich geil. Dann Wände. Wände im ersten Stock. Dachrahmen. Dachrahmen machen wir mal. Und Wände im ersten Stock. Weil ich will ja noch hier unten rein zum Gucken. Aber Leute, das ist jetzt schon mal hier Wände mit Rahmen, Dach und allem. Geil. Dann können wir jetzt auch so langsam hergehen, den Dachrahmen, den unteren Teil machen. Wände für Erdgeschoss. Decke. Wieder Nägel. Das ist ja furchtbar. Vor allem, wie viele Nägel haben wir denn gerade? Ich kann auch nur ein 50er Pack machen. Na gut, so sei es. Keller kommt jetzt noch. 50 Bruchstein benötigt das. Ist das schon fertig? Kann ich da rein? Ja, guckt euch das mal an. Geil, Leute. Das ist geil. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir diesen Raum hier vorne? Den müssen wir doch irgendwie jetzt... Da kann ich doch kein Bett reinstellen. Das ist doch nur unser Eingangsbereich. Es ist schon wieder so dunkel, wie wir schon wieder wohne. So, Hauptraum haben wir jetzt. Dann machen wir jetzt den Keller und irgendwie müssen wir es hinkriegen, dass unser Vorraum auch wirklich ein Vorraum wird. Es regnet. Was ist das denn? Kann ich das hier machen? Das ist es. Haus in Eingangsbereich umgestalten. Erledigt. Oh Leute, da müssen wir gleich mal gucken, was wir alles wollen. Wir machen jetzt erstmal den Hauptbereich fertig. Benutzen Zimmerwerkbank. Keller, Bruchstein benötigen wir. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ein bisschen Bruchstein schlagen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Was geht denn sonst noch so ab? Nicht viel. Okay. Also. Ja, da musste ich mal gerade gucken, war ganz wichtig. Wir hatten in der letzten Folge das Problem, dass wir Frame Drops bekommen haben. Ich habe schon mal geguckt, bin aber noch nicht wirklich vorangekommen. Moment mal. Jetzt können wir weitermachen. Habe ich gesehen. Verschwendetes Material, das ich nicht benutze. Gibt's ja gar nicht. Ja. Was sind jetzt unsere nächsten Ziele? Wir werden auf jeden Fall, wenn wir jetzt mit dem Hausbau hier ein bisschen vorangekommen sind, ein bisschen mit der Thematik Stab von Magnus weitermachen. Da bin ich mal gespannt. Ich bin mir halt noch unsicher, ob wir diese Magier-Story jetzt komplett durchspielen sollen als Nebenstory und dann erst mit was anderem weitermachen. Aber ich glaube, das macht mehr Sinn. Wenn wir das jetzt erst ein bisschen verfolgen, dann haben wir halt so einen Strang und machen nicht alles so komplett durcheinander, random. Das ist halt auch irgendwo kacke, wenn das alles so Kuddelmuddel ist, habe ich den Eindruck. Das ist nicht geil. So, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Bruchstein 86. Holy shit.
Ist ja viel zu viel. 86 Bruchstein. Keller. Okay. Wir haben jetzt einen Keller. In dem gehen wir jetzt mal gucken. Dafür müssen wir ins Haus rein. Was ganz geil ist. Frage ist jetzt nur... Ah, da. Da ist die Luke zum Keller. Hab nur ich gerade so ein Piepen auf dem Ohr. Ja. Also hier unten ist ja noch wirklich... Kann man hier irgendwas Kralles... Oh Gott. Kann man ja super viel machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was wir hier alles machen können, ey. Egal. Also bevor wir hier Inneneinrichtung machen, würde ich ganz gerne erstmal das gesamte Haus fertig bauen. Also von außen mit allen Räumen, die geht. Und dann würde ich mich gerne um das Innere kümmern. So, Keller, Werkbank entfernen, Hauptraum, Werkbänke entfernen. Nee, machen wir mal nicht. Also, wir haben jetzt verschiedene Erweiterungen für unser Haus. Ja, wir haben verschiedene Flügel, da können wir verschiedene Sachen machen und wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir nehmen. Wir können ein Chemielabor bauen, Lagerraum, Trophäenzimmer, Bibliothek, Küche, Waffenkammer, Gewächshaus, Schlafzimmer, Verzauberraum, Verzauberturm. Uff. Also was wir auf jeden Fall nehmen, ist Lagerraum und Waffenkammer. Waffenkammer, Lagerraum. Dann können wir jetzt nur noch den Westflügel machen. Dort ist entweder Schlafzimmer, Verzauberturm, Gewächshaus. Ja, sind wir mal ganz ehrlich. So etwas wie... Trophäenzimmer wäre aber auch nicht schlecht. Alchemielabor und so ein Kram. Bibliothek braucht man nicht. Ja, Alchemielabor, auch Verzauberturm kriegen wir woanders hin. Eine Küche? Ich weiß nicht. Will irgendwie auch einen Nutzen aus diesen Räumen haben. So, und das Einzige, was Nutzen hat, ist das Gewächshaus. Also kommt das Gewächshaus dahin. So. Die Erweiterungen sind aber noch irgendwie gar nicht abgesteckt. Gucken wir mal, ob wir da jetzt irgendwas machen können. Können wir jetzt hier schon was bauen? Oh, wir könnten immer nur eins auf einmal machen. Fangen wir an mit der Waffenkammer, würde ich sagen. Dafür brauchen wir wieder den Quatsch. Und dafür Schloss. Kann ich noch einmal machen. Scharniere kann ich machen. Aber alles andere nicht mehr. Okay. Ja, brauchen wir das Eisenbeschläge, Schloss. Oh, da brauchen wir richtig viel für. Okay, gucken wir jetzt erstmal. Ah, hier ist unser Tiergehege. Nee, unser... Sachen anpflanzen. Und hier ist unser Tiergehege. Ja, nice. Wie viel Holz haben wir eigentlich jetzt so verbraucht? Oh, geht sogar. Das ist sogar ganz gut eigentlich.
Jetzt ist nur echt die Frage. Unsere Truhe ist zum Glück noch da. Da hatte ich gerade echt schon Schiss, dass wir die jetzt weg sind. Dass wir die los sind. Okay, dann gehen wir hier mal wieder her und sortieren unseren ganzen Kram aus. Dann müssen wir jetzt als nächstes die Waffenkammer und das Lager bauen. Dann können wir dort alles einräumen und dann können wir die Räume vorne ausbauen. That sounds like a really good plan. Okay, Bruchstein ablegen. Eisenerz ablegen. Lehm ablegen. Nägel ablegen. Quecksilber ablegen. Das kann weg. Das bleibt hier. Smaragd. Blablabla. Blub, 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 blub. Okay, das sind jetzt unsere ganzen... Ah, das kann auch noch weg. Unsere ganzen Arbeitsmaterialien. Beziehungsweise... Vergesse ich jedes Mal. So, wir nehmen alles. Oh, wir sind nicht so schwer beladen. Das überrascht mich jetzt. Allison Burger, hier. Was haben wir noch? Beschädigtes Buch. Brauchen wir nicht, bla bla. Trankknochen, Eimer, Fackel. Eiswolfspelz, Holzschale. Schneesäbelzahn. Ah, der ungewöhnliche Stein. Stimmt, den müssen wir mal abgeben. Öffnen, Haus Seeblick. Okay, dann tun wir jetzt mal wieder in die Ramschtruhe alles, was wir nicht brauchen. Fangen wir hier an. Das muss jetzt alles rüber. Ja, da geht auf jeden Fall schon mal ein bisschen was vom Gewicht weg. So, das hätten wir jetzt. Haben wir irgendwo extrem viele Tränke? Ja, aber die brauchen wir. Das geht. Rollen sowieso kein Thema. Was haben wir hier? Ablegen. Ablegen. Trainer. Feine gestrüppte Kleidung. Weg. Weg. Magierdiadem. Weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg. Ah, das können wir behalten. Die Amulette. Weg. Truhe, Kleidung. Ich habe hier gerade irgendwas gesehen, was krass ist. Was ich abge... Da. Dark Vital Belt. Jo, macht keinen Unterschied, ne? Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn ich hergehe und die Sachen hier lagere, sondern ich muss sie verkaufen. Weil wir brauchen Geld. Okay, das ist nutzlos. Nutzlos, 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 nutzlos. Ja, stimmt, das sind die Sachen der Wache, ne? Ach komm, ich will mir doch keine Wachenrüstung hier hinstellen. Ein Magier-Diadem. Das behalten wir. Schattenrüstung. Ah, das nehmen wir auch mal mit. Ach komm, das verticken wir. Was soll ich damit? Tribunalmaske. Bronze und Ebony habe ich schon. So, Allison Burger. Groms. Ist jetzt hier irgendetwas dabei? Ja. Ist es sogar. Das behalten wir. Das behalten wir. Das kann weg. Das behalten wir. Aber Bullshit.
große behalten wir natürlich. Das kommt weg, genau, das kommt weg, das. Ah, Magierstiefel. Die behalten wir, das kann weg. Das kann weg, brauchen wir nicht. Das kann von mir aus auch weg. Das kann auch weg. Behalten wir, passt. Ich glaube, was Waffen angeht, sind wir ganz gut dabei. Ja, und diese ganzen, auch Azuras Stern, den behalten wir aber. Der muss unbedingt im Inventar bleiben. Drachenknochen, ob wir die nochmal brauchen, weiß ich nicht, aber sie sind zu wertvoll, als dass wir sie einfach weggeben. So. Smaragd, ungewöhnlicher Stein bleibt im Inventar. Jo, die ganzen Seelensteine. Können alle weg von mir aus. Ich weiß noch nicht, was ich damit aktuell machen soll. Noch nicht effektiv. So, und das verkaufen wir jetzt aber noch, diese Folge. Ab nach Weißlauf. Dann klappern wir jetzt mal die ganzen Händler ab, die wir so kennen, und zwacken denen das Gold aus der Tasche. So, Hallöchen. Ich habe hier einige... Die besten Waffen und Rüstungen. Frage ist doch, was habe ich zu verkaufen? Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Nope. Den Rest behalten wir. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Nee, drinnen gucken wir mal nicht rein. Kommt doch mal in Belethors Pilger. Oh, die hat ein schickes Diadem an. Bestimmt etwas, das ihr gebrauchen könnt. So, dann gehen wir mal in Belethors Gemischtwarenladen. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Dem habe ich ja schon das ein oder andere Mal sein Gold abgeknüpft. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Alison Burger, lass mich mal gucken. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Ja, von mir aus. Die paar Gold. Bitte, da müssen wir jetzt keinen Aufstand drum machen. So, jetzt haben wir schon mal wieder 1270 Gold. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Dann gucken wir jetzt nochmal. Ich kann nur noch diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Es ist unklug, hier darüber zu reden. Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Bitte, lasst uns ungestört reden. Die Soldaten, oder? Was führt die Bett! Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Darüber müsst ihr euch wohl keine Gedanken machen. Was hab ich dabei? Ja, bitteschön. Gute Jagd! Ah, jetzt haben wir hier eine Questreihe gestartet. Ah, okay, macht nichts. Wir gehen nach Flusswald. Ja, jetzt müssen wir halt die ganzen Händler abklappern. Das bringt nichts. Wir müssen sie jetzt alle abklappern. Ich glaube, wir müssen echt mal... so diese Mod installieren, wo die Händler hier mehr Kohle bekommen. Weil die haben ja gerade mal irgendwie 1000 Tacken oder so. Brauchen deutlich mehr. Ihr und ich. Oh, etwas hiervon, etwas davon. So, was habe ich, ist die Frage. So, schon ist er leer. Also gut. Ah, hast du, Das Fluss war... Oh, etwas hiervon, etwas wir brauchen davon. Ja noch... Eisenerz, was soll ich mit Eisenerz? Jo, du hast zumindest nichts, was mich beglückt. Sagen wir es mal so.
Dann gucken wir jetzt als nächstes noch beim Schmied. Was auch immer ihr benötigt, braucht ihr die besten Waffen und Rüstungen. Ja, du kaufst mir da nichts ab, ne? Aber du hast etwas für mich, was ich gerne hätte. Eisenbahren. Das war die volle Kanne. Wie, du hast... Hä? Ich brauche Korunder. Also gut. Wir brauchen noch Korunder, Leute. Deswegen müssen wir nochmal kurz einen Boxenstopp in Weißlauf machen. Aber jetzt ist gerade, es ist ein Teleportationswettlauf hier. Es ist natürlich Nacht. Dann müssen wir nochmal warten. So 12 Stunden. Dann haben wir 9 Uhr morgens. Dann sollte die gute Dame auch wieder beim Arbeiten sein. Ja. Bis jetzt läuft eigentlich ganz gut. Wir müssen halt irgendwie unser Heim fertig bauen, weil ohne das... Das ist jemand eingebrochen. Ja, wo ist sie jetzt? Einige Leute wollen Sitchik-Mönche in Himmelsrand gesehen haben. Das ist ein uralter Orden. Ich dachte, der wäre schon lange ausgestorben. Ah, verdammt. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Eigentlich wollte ich mal die Schmieden antreffen. So, neu geladen. Neuer Try, neues Glück. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Luck. Da ist sie. Wie immer fleißig bei der Arbeit. Ich habe hier... Werft einen Blick darauf. Was hast du? Eisenbarren. Ja komm, nehme ich dir alle ab. Bin ich ehrlich. Korunderbarren. Nehme ich dir nicht alle ab. Nehme ich dir nur so viel ab. Leder? Sollen wir nochmal Leder kaufen? Ah, ich weiß nicht. Wir können es auf jeden Fall irgendwann bestimmt nochmal gebrauchen. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr... So, dann müssen wir jetzt aber unbedingt nach Haus Seeblick. Weil dort können wir dann jetzt A weiterbauen und B Material ablegen. Ich baue auf jeden Fall Schloss, Schloss, Schloss. 10 Scharniere, 100 Nägel, 10 Eisenbeschläge. Ohne Witz, Leute, brauchen wir doch eh Türen. 10 Bruchstein. Wir bauen jetzt wie die Weltmeister. Fundament, Fußboden, Wandstützen, Decke. Lehm brauchen wir jetzt. Da, Lehm. 10 Stück. Ja, sieht schon so aus, ne? Geil. Hier ist das Fundament, Fußboden, die Stützen, das Dach. Ja gut, ne? Dach ist halt in dem Fall Balkon. Eigentlich ist der Balkon da richtig scheiße. Aber gut, so ist das halt. Und Wände. Ja. Und so easy haben wir jetzt eine Erweiterung hier gebaut. Dann bauen wir mal jetzt als nächstes Lagerraum oder Trophäenzimmer. Oh, da bin ich mir noch unsicher, aber ich glaube tatsächlich, dass wir fast schon zu den Trophäen übergehen. Wir machen mal Trophäenzimmer, ohne Witz. Ich will wissen, was das ist. Lagerraum kann ich mir was drunter vorstellen, oder Trophäen. Wir brauchen noch ein weiteres Schloss. Da wäre das Schloss. Fundament, Fußboden, Wandstürzen, Dachrahmenwände. Dach. Komplett hingezimmert, das Ding.
Aber komplett. Das sieht richtig unästhetisch aus. Eieiei. Das sieht ja kacke aus. Eieiei. Na gut, gucken wir mal, ob wir irgendetwas Ästhetisches noch für die andere Seite dahin bauen können. Was haben wir jetzt noch übrig? Ja. Schlafzimmer oder Gewächshaus? Wir nehmen das Gewächshaus. Hatten wir ja schon vorher gesagt. Türen. Zweimal Schloss und viermal Scharniere fehlen noch. Schloss, Schloss, Scharnier, Scharnier. Und das Material, was wir eingekauft haben, verbraucht sich halt auch. Fundament. Es fehlt Bruchstein. Ja, ich würde sagen, also das Haus, so von den Räumlichkeiten hier, werden wir die Folge auf jeden Fall fertig bauen. Und dann werden wir drinnen schon mal gucken, was wir da machen können. Und dann werden wir jetzt in den Folgen nach und nach das Haus komplett ausbauen. Und dann auch final gesehen hier einziehen. Ja, doch, das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, nice, ne? Läuft auf jeden Fall, wird immer besser. Dann können wir auch unsere Schmiedekunst etwas vorantreiben. Das wird, Leute, das wird. So, Bruchstein haben wir jetzt. Ich hoffe mal, zumindest das reicht. Ich habe jetzt nur nach Gefühl gemacht. Ja, gut. Fußboden. Oh, jetzt fängt uns an, Holz zu fehlen. Wir haben auch nur noch 9 Gold. Oh. Das packen wir dann diese Folge nicht mehr. Ah, wie ärgerlich. Ach ja, hier ist auch ein Gerber. Eine Gerberstelle ist hier. Smartalik. Ja, das hier wird dann mal das Gewächshaus. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Mit Doppeltür sogar. Verschwenderisch. Ah ja, stimmt, ne? Hier ist unser Trophäenzimmer jetzt. Was können wir hier alles bauen? Jede Menge Kram. Brutal. Okay. Dann lasst uns mal in die Waffenkammer gucken. Ah, die Puppen, ne? Eisenbeschläge und Holz kosten die. Waschbecken auf Podest. Oh ja, hier kann man einiges bauen. Bum, 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 bum. Töten. Killing before you are killed. Ah ja, ein runder Tisch ist hier. Hier hinten so eine Kommode. Okay, die ersten paar Möbel haben wir jetzt hier schon eingerichtet gleich mal. Können wir hier noch irgendwas machen? Ah, guck mal, Alchemielabor haben wir hier auch. Aber hier kann man richtig viel bauen. Jo. Dann wäre es das jetzt aber erstmal gewesen. In der nächsten Folge müssen wir dann mit Shopping noch mal ein bisschen was machen, kurz. Ich habe jetzt erstmal Hausaufgaben und muss mir mal angucken, wie das jetzt aussieht generell mit... ...den Lex, beziehungsweise den Rucklern, die wir da haben. Ich will auf die Steine da oben drauf. Das müssen wir uns jetzt angucken, weil das können wir so ja nicht lassen. Dann... wie komme ich denn da hin? Gar nicht. Da ist viel zu viel Berg. Dann die Ruckler habe ich. Ja, das ist das Einzige, was ich jetzt noch beheben muss. Weil das müssen wir finden. Alles andere ist kompletter Bullshit dann. Und ja, ansonsten sieht gut aus. In der nächsten Folge
jetzt? 3 Wölfe. Starkes Stück. Zack. 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 3-mal Pelz. Nice. Die können wir immer gebrauchen. Sogar 4-mal Pelz, wenn wir den... Ist das das? Ja. 3-mal Pelz. Und den Hirsch, ja gut, ne? Haben einen Hirsch gerissen. Ah, das brauchen wir nicht. So, naja, hier können wir zumindest ein bisschen auf unsere Hütte gucken. Es wird, Freunde, es wird doch langsam. Da kriegen wir hier eine richtig schicke Hütte hingesetzt. I like it. Das gefällt mir wirklich. Stall haben wir schon. Das ist sehr gut. Süßer Hirsch. Jo, jetzt fehlt uns auf jeden Fall Holz. Können wir die Sachen hier draußen noch bauen? Müssen drinnen bauen, dann können wir die Werkbänke auch alle entfernen und dann sind wir hier fertig mit dem Haus. Dann haben wir das gebaut. Aber das Ding haben wir jetzt hier schon mal hingezimmert. Und hier? Oh. Das haben wir auch schon hingebaut. Hier kriegen wir eine Terrasse und haben einen super Ausblick auf den Berg. Nice. Richtig nice. Ja. Das war dann auf jeden Fall eine Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem Alison Burger. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem Alison Burger. Ciao!